Perücke waschen und pflegen. Sie benötigen für die Pflege ihrer Zweitfrisur spezielle Präparate: Shampoo, Balsam und Conditioner. Geben Sie ca. 2 Liter lauwarmes Wasser in ein Waschbecken, dazu ca. einen Esslöffel Shampoo im Wasser auflösen. Lösen Sie die Gummis der unteren Innenseite Ihres Zweithaares. Wenn Sie Klebestreifen verwenden, sollten diese jetzt entfernt werden. Legen Sie die Perücke jetzt in das Wasserbad. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Haare nur drücken. Rubbeln sollte unbedingt vermieden werden. Nach 15 Minuten Einwirkzeit nehmen Sie die Haare aus dem Wasser, halten Ihre Haare im Stirnbereich und spülen sie klar in eine Richtung. Machen Sie erneut ein Wasserbad mit einem Balsambad. Legen Sie Ihr Haar wieder 15 Minuten in das Bad. Danach nehmen Sie es heraus und drücken es nur aus, nicht spülen. Legen Sie die Haare in ein Handtuch und drücken Sie kräftig die Restfeuchtigkeit aus. Nun drehen Sie die Perücke um und lassen Sie mit der Montur nach oben ca. 2 Stunden trocknen. Danach setzen Sie die Haare auf Ihren Styroporkopf. Achten Sie darauf, dass Sie richtig sitzen. Nicht alle Monturen dürfen festgesteckt werden. Fragen Sie dazu bitte nach. Nun formen Sie die Frisur so, wie Sie sie gerne tragen. Lassen Sie Ihre Haare nun lufttrocknen. Verwenden Sie keinen Föhn oder Wickel. Wenn Sie die Haare am Abend waschen, sind sie am Morgen trocken. Jetzt ist Ihre Perücke trocken. Nehmen Sie Ihr Zweithaar vom Styroporkopf und schütteln Sie es. Das sollten Sie übrigens vor jedem Aufsetzen machen. Jetzt können Sie die Gummis im Nackenbereich wieder schließen. Sie können die Perücke nun auf Ihrem Kopf stylen oder wieder auf den Styroporkopf setzen. Verwenden Sie etwas Gel und legen Sie Ihre Frisur in die richtige Richtung. Hier noch einige Hinweise, dass Ihre Zweitfrisur lange schön bleibt. Wenn Sie die Perücke täglich tragen, sollten Sie sie alle 8 bis 10 Tage waschen und pflegen. Wir bieten Ihnen auch einen Recurling-Service an. Dieser wird benötigt nach ca. 8 Wahrwäschen oder bei glatten Frisuren, wenn Sie merken, die Frisur hat keinen Stand mehr, oder bei lockigen Frisuren, wenn die Locken deutlich größer geworden sind. In diesem Fall bringen Sie Ihre Perücke zu uns. Wir benötigen diese dann 1,5 Stunden. In dieser Zeit arbeiten wir Ihre Perücke in einem Spezialverfahren wieder auf, sodass Sie wieder mühelos Ihre Zweitfrisur waschen und trocknen können.